Moin Moin und herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part haben wir Ondula erreicht, beziehungsweise mal wieder. Wir wollen heute Team Plus mal auf den Fersen hocken und wir müssen dazu durch den Unterseetunnel gehen, nach Abadaya City oder so. Und ich hoffe, man hört den Nachbarn nicht bohren. Eigentlich wollte er erst um 15 Uhr bohren, aber es ist ja immer... Man kennt es ja mit den Nachbarn. ja, schauen wir mal, was auf uns wartet. Ich hoffe, der Hausmeister hat seine Arbeit fertig gemacht. Ja, okay, danke dir, Bro. Aber ein schönes Aquarium. Oh, cool. Oh, cool, guck mal da. Ah, cool. Ist das nicht die Weiterentwicklung von Dings? Ist das ein Barracuda? Ich weiß es nicht. Nein, das ist dieses komische... Doch, das ist dieses komische Barsch-Pokémon. Sieht man hier noch was? Cool. Oh, guck mal, ein ein Molida, ne? Oder so. So sieht das also unter dem Meer aus. Da ich nicht schwimmen kann, hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, diesen Anblick hier genießen zu können. Ich bin tief bewegt, oh ja. Regentanz ist keine Attacke für sonnige Gemüter. Wofür kann man sie anwenden? Ach, es ist zwecklos, mir fällt einfach nichts ein. So kann ich das im Fernsehen nicht erklären. Oh, ein Montags, hallo Montags. Oh cool, sogar die Ansicht geändert, nice. Wahnsinn, wir sind mitten im Meer. Das ist ganz schön tief. Das sind bestimmt 10.000 Meter. What? Ich glaube, das gibt es noch nicht mal im Real Life. Nein. Der tiefste Graben ist der Marianengraben. Und der hat auch 11.000 Meter? Ich weiß es nicht. Stimmt. Und vor allen Dingen die Lampen draußen auch. Die werden gar nicht halten bei dem Druck. Stimmt, das ist ganz schön tief. So tief wie meine Liebe. Hast du einen deiner Pokémon das Item Giftstich zum Tragen gegeben? Klar, das hier ist zwar ein begehrtes, begehbares Aquarium, aber kommt es dir auch nicht eher vor, als wären wir diejenigen, die von Pokémon beobachtet werden? In Pokémon X hat mir das ein bisschen gefehlt. Also da gab es zwar auch ein Aquarium, da drin waren aber keine Pokémon. Da haben die Entwickler ein bisschen gepennt. Dieser Tunnel ist toll, weil man so leicht von A nach B kommt. Aber noch sehr viel spannender darin ist natürlich, dass man die Meeres-Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann. Mein Schirm ist randvoll mit unterschiedlichen TM. Möchtest du auch eine haben? Fassade! Kenne ich die? Das hatten wir doch auch in Schwarz bekommen von ihr. Aber sie war woanders. Oder stand woanders. Oh, nice. Abadaya City, yay! Yeah. Wir müssen den DNS-Keil um jeden Preis zurückbekommen. Du solltest zuallererst versuchen, den Arenaleiter zu besiegen. What? Hier gibt's den Arenaleiter? Okay! Ja, oh nice! Ah, guck mal! Ah, gibt es die Pokémon hier in der fünften Gen schon? Dieses Quallen-Pokémon? Das Wassergeist? Okay. Ja, okay, Sandro, wollen wir denn mal, ne? Aber erstmal gucken wir die Stadt. Eine Rundumheilung, Schwester Joy, bitte. Den, 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 den. Was ich immer ein bisschen so schade finde, dass man, dass wir nach der Pokémon-Liga, wir müssen halt nach der Pokémon-Liga noch viele Orte erkunden. Ne? Also zum groben Teil, zum größten Teil zumindest, dass man alle Städte hat. Wo soll ich anfangen? Nevajo City. Weißer Wald. Septerna City, Orion City, Gavina und Avenitia. Also.
Amidaya City war früher ein Geheimtipp unter Urlaubsfreunden, aber ich finde es gut, dass jetzt mehr Leute kommen. Das macht es belebter. Im Ernst jetzt? Dein Admiral beherrscht Surfer? Der Wahnsinn, du hast meinen Respekt. Also, du und dein Admiral, ihr schwimmt wirklich auf der Erfolgswelle, nicht? Ich bin ja pensionierter Nichtschwimmer. Die große Welle mach ich da eher nicht. Oh, wer ist denn hier? Haha, hey, nicht so schnell. Na, warte, dich krieg ich schon. Kicher, kicher. Hasch mich, ich bin der Frühling. Alles klar. Oh, du willst den Arenaleiter zum Kampf herausfordern? Na dann viel Glück. Benson ist ein Freigeist. Ihn überhaupt erstmal zu finden, ist schon eine Aufgabe für sich. Was, Benson? Ist Sandro zurückgetreten? Schade. Oh, cool. Tada! Wasser-Pokémon? Oh Gott. Hey, du hast sicher vor, dir in der Arena den Orden zu schnappen. Stimmt's? Ich bin Benson, der hiesige Arenaleiter. Tut mir leid, dass du erst nach mir suchen musstest. Ich bin wohl ein Stück zu weit hinausgeschwommen. Mit meinen Pokémon im kühlen Nass zu spielen macht einfach so viel Spaß, dass ich darüber schnell mal die Zeit vergesse. Aber gut, man sieht sich in der Arena. In Wassertrainer. Und du? Okay. Alles klar. Oh. Die Stadt gefällt mir. Lol, cool. Meine ehrenvolle Aufgabe ist es, den Pokémon Attacken beizubringen. Außerdem sammle ich Leidenschaft Gelbstücke. Nein. Hey, Pokémon-Trainer. Also, wenn ich dir eine Attacke empfehlen müsste, wäre es Vitalglocke. Hat nicht Latias und Latios auch so eine ähnliche Attacke? Es ist völlig unmöglich. Ah, das stimmt, Heilung. Das Meer oder die Natur zu kontrollieren. Es liegt also an uns Menschen und an den Pokémon, mit den Launen von Mutter Natur klarzukommen. Oh, ich finde das voll nice. Aber so ein Haus hätte ich auch gerne. Muss doch nice sein. Schläft man auf einem Flunschlick, sorgt seine leichte statische Aufladung für einen angenehmen Massageeffekt. What? Flunschlick so flach und gar nicht dick. Null. Wie bist du formschön und schick? Alles klar. Mehr, soweit das Auge reicht. Wer bist du? Danke, Torfstecher 4 für deinen Follower. Ist das eine Trainerin? Ist dir die Strandgrotte ein Begriff? Um dorthin zu gelangen, musst du dich mithilfe der VM-Surfer ans südliche Ende von Route 21 begeben. An dem Ende der Strandgrotte liegt übrigens die Bucht von Ondula. Hier rauf. Aber ich finde das auch so geil, dass sie hier so Boote und sowas hingepackt haben. Du da, warte mal kurz. Bist du doch bestimmt so gut und gehst mit meinen süßen Linfu spazieren, oder? Ja, schnell. Komm, Linfu, wir gehen spazieren. Warte mal kurz. Was treibst du denn da? Ich verstehe ja, dass du mit meinem süßen Linfu draußen gesehen werden willst, aber geh doch bitte nicht. Hast du überhaupt keine Ahnung, wie gefährlich es draußen ist? Oder willst du etwa die Verantwortung für Linfu übernehmen, falls was passiert? Du gehst nur hier drinnen. Spazieren hier drinnen? Alles klar. Ja, dann hat es wahrscheinlich auch ein Katzenklo drin oder keine Ahnung, wenn er niemals rausgeht und sein Geschäft hier immer drinnen machen muss.
Armes Linfu. Hier kommt einfach nie jemand vorbei, warum auch immer. Moment mal, du bist doch ein Trainer. Gib alles und werde Champ. Dann kann ich nämlich damit werben, dass der Champ hier war. Ja, dauert auch nicht mehr lange. Ach ja, was für ein tolles Wetterchen. Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon hier im Urlaub? Der Aufenthalt hier ist, Wohltat, dass ich den Kopf abgeschaltet habe. Eine spannende Veranstaltung wäre jetzt eine willkommene Abwechslung. Jo, du sag mal, hast du einen Mantax dabei? Gegen einen Tankolos? Nein, danke, alles gut. Mein Freund ist so versessen aufs Tauchen, dass wir sogar schon Klamotten getauscht haben. Und wer bist du? Ich bin eine Meerjungfrau, die in der Brandung badet. Oh, das erinnert mich an den Spitznamen einer Arenaleiterin aus der Kanto-Region. Die Burschikose Meerjungfrau. Meint sie Misty? Oh cool! Kleines Easter Egg? Oh schön. Okay, damit hätten wir die Stadt erkundet und ich würde sagen, wir gehen mal zur Arena rein. Hey, warte du Champion-Spin! Na, wie sieht's aus? Diese Arena könnte man glatt mit einem Ferienresort verwechseln, aber Vorsicht! Mit dem Arenaleiter ist nicht zu spaßen. Hier, das ist für dich. Lass dich nicht von der entspannten Atmosphäre in die Irre führen. Die Musik gefällt mir gar nicht. Um die Arena von Abidaya City zu meistern, musst du dich mithilfe der Blätter von Steg zu Steg treiben lassen. Und hier noch ein kleiner Tipp. Gegen Attacken vom Typ Elektro und Pflanze können Pokémon vom Typ Wasser nur wenig ausrichten. Aber ein Arenaleiter weiß natürlich, wie man diese Schwächen umschifft. Die Musik gefällt. Also, eine schöne entspannte Musik, aber so für die Arena passt das überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Na, wie fühlt es sich an, auf den Blättern zu treiben? Wenn du mich besiegst, verrate ich dir etwas Interessantes. Mhm. Wir müssen erstmal Step aufbauen. Angriff ausbauen. Verdammt. Jetzt ist es wieder für den Müll, oder? Hm. Die Zornklinge muss immer treffen. Oh, ein Mantax. Ich finde das Pokémon Mantax voll witzig. Noch eine Zornklinge und Mantax sollte down sein. Es sei denn, wir sind vorher down. Gerade mal so gegen Lysander geschafft.
Oh nein, ernsthaft. Aber eigentlich könnten wir hier. Kommt drauf an, was Sandro. Was soll ich sagen? Benson da für Pokémon hat. Weil dann würde ich unserem Atmurai den Wasser. Den Wasserstein oder die Wassertafel wegnehmen und dafür eine Zitrusbeere rausgeben. Es sei denn, er hat vielleicht Wasser, ein Wassergesteins-Pokémon, wo Wasser dann neutral wiederum ist. Das müssen wir schauen. So. Komm, Admiral. Ich habe Angst, dass ein Mantax H2O-Absorber hat. Zornklinge. Aber Mantax hat, glaube ich, noch den Flugtypen. Deswegen ist Zornklinge auch nicht so wirklich. Ja, deswegen ist Zornklinge auch nicht effektiv. Ja, nicht effektiv. Bin ich behindert oder was? Ja, natürlich. So. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Mantax setzt auf Sprungfeder ein. Wir gehen einfach mal auf Surfer. Mantax ist sehr hartnäckig. Weiß gar nicht, das schlimmste Pokémon, was ich mir vorstellen könnte. Okay, Seedraking jetzt nicht unbedingt, das hat noch den Drachentyp. Alles klar. Sein Wankern-Sprungfeder Paran. Alles klar. Mantax, das gibt's doch nicht. Dieses blöde Mantax. Jetzt verschwende ich den halben Part hier für dieses Mantax. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Wasser-Pokémon, ja, Lapras. Lapras hat aber noch den Eistypen. Deswegen ist Sir oder Only Ice, beziehungsweise Wasser müsste neutral sein. Ach, lassen wir uns einfach überraschen. Blöden Surfer und dann haben wir es. Mantax wird auf jeden Fall für den Part als Thumbnail kommen, das weiß ich jetzt schon. Wenn zwei Blätter aneinander stoßen, hält das Blatt an, das sich zuvor bewegt hat. Das zuvor reglose Blatt fängt an, sich zu bewegen. Alles klar. Versuchen natürlich alle Arena-Trainer zu besiegen.
wie sagt man noch gleich, rastet, der rostet. Solange ich immer fleißig weiterkämpfe, werde ich irgendwann bestimmt stärker. Marmolida müsste eigentlich only Wasser sein. In der 6. Gen kriegt es, glaube ich, noch den Feentyp dazu. Das heißt, wir können ruhig Step mit dem mit der Zonklinge aufbauen. Marmolida hat jetzt noch ein bisschen übrig. Jawohl. Okay, hier haben wir alle Trainer. Den müssen wir als nächstes holen hier. Verdammt! Wie kommen wir denn an den Trainer ran? So. Oh, du nimmst die extra die Zeit, um gegen mich zu kämpfen. Ja, das freut mich. Dann lege ich mich ganz besonders ins Zeug, damit du auf deine Kosten kommst. Dankeschön. Ein Valreiser! Oh Gott! Ja, Valreiser wäre, glaube ich, das Schlimmste. Obwohl, es hat einen. Valreiser hat, glaube ich, ordentlich Eistyp. Also, Eis hat es auf jeden Fall, aber ich weiß eventuell auch den Wassertypen. Das heißt, Surfer ist eigentlich neutral. Aber ich weiß nicht, wie es immer mit den ersten und zweiten Typen ist. Surfer. Also physischer Angriff steigt, das müssen wir eigentlich ausnutzen. Vergeltung. Ah, Kampf ist gegen Eis ist effektiv, ne? Oh, ganz vergessen. Hallo. Ich habe alle meine Kämpfe im Nachhinein knallhart analysiert. Jeden triumphalen Sieg und jede klägliche Niederlage. Traust du dir trotzdem zu, gegen mich zu gewinnen? Natürlich. Und Pilipper. Pilipper ist auch so, weiß nicht, so ein Pokémon, gegen das mag ich überhaupt nicht kämpfen.
Ich meine, das hat Schutzschild drauf, Horta. Jawohl, das war ein Crit. Und wir sind Level 50. Schön. Wailord! Oh. Hallo Wailord! Ich kann auch keine Zornklinge aufbauen. Wir gehen mal auf Vergeltung. Oh Gott. Spezialverteidigung steigt, oder? Ja, oh Gott! Oder zieht Vergeltung immer mehr ab? Müssen wir mal gleich schauen. Trainer, aber wie kommen wir da hin? Ah, doch so. Hallo, Herr Trainer. Ich strebe nach einem Stil, der klar wie Wasser ist. Ach stimmt, Barschuft war das Pokémon, was wir im Unterseeaquarium gesehen hatten. Wahrscheinlich die ganzen drei verschiedenen Barschufts, ne? Oh, ein Zumeryl. Genau, Vergeltung.
Ja, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Und wir sehen uns im nächsten Part beim letzten Orden wieder. Bis dann.